erfolgreich, aber auch durchaus ein Kraftakt. Dominik Seele und Andrea Stenz haben offenbar viele gute Freunde. Am Anfang der Messe haben wir sie schon einmal getroffen. Die beiden brauen Ingwerlimonade in Spandau und Standkosten plus Mitarbeiter wären für sie nicht drin gewesen. Meine Freundin hat wirklich auch gesagt, du, mein Kind kann auch in der Zeit mal bei Großmuttern sein. Ich komme und bin die 8 Stunden hier bei euch. Und so konnten wir das Ganze stellen. 10 Tage Messe. In Berlin gibt es das sonst nicht mehr. Die positive Seite, viel Aufmerksamkeit und potenzielle Kunden. 400.000 sollen es dieses Jahr gewesen sein. Für kleine Unternehmer kann es aber teuer werden. Stefan Andert braucht Quass. Das ist ein fermentierter Brottrunk. Er ist Einzelkämpfer. Wie regelt ihr das? Ja, ich beute mich selber aus. Und die Kosten, da muss Frau schön rein. Was heißt, Sie beuten sich selber auf? Naja, ich bearbeite einen eigenen natürlich. Es ist jetzt noch ein Ein-Mann-Unternehmen, Startup, wie man das heutzutage nennt, aber ja, mal gucken. Für die Veranstalter der Grünen Woche steht die Dauer von 10 Tagen aber außer Frage. Man hat natürlich den Vorteil, dass man sich über die 10 Tage auch eingrooven kann. Das gehört schon dazu. Es gibt dicke am Ende auch Ermüdungserscheinungen, aber es gibt jeden Tag aufs Neue ganz, ganz positive Erscheinungen, Gespräche, Diskussionen mit dem Verbraucher, mit dem Entscheider in der Ladentheke, wie ich es immer gerne sage. Es rentiert sich auch wirtschaftlich. Die Besucher haben nach ersten Schätzungen 51 Millionen Euro auf der Messe ausgegeben. Noch mehr Geld soll in die Wirtschaft geflossen sein. Und auch manch Aussteller hat gut verdient. Wir sind hier auf den Markt gekommen mit dem weltweit ersten Cocktail in Sprühdosen und wir sind komplett ausverkauft. Wann haben Sie sind Sie die letzte Dose losgebaut? Heute Morgen um 11 Uhr ist die letzte Dose über den Tresen gegangen und seitdem sind wir komplett nackig. Anders bei Dominik Segel und Andrea Stenz aus Spandau. Sie werden am Ende wohl gerade so bei Null rauskommen. Ihr Fazit trotzdem positiv. Richtig spannend war auch, dass ein Geschäftsführer einer Biomarktkette hier war und es auch probiert hat, auch klasse fand. Wurde auch gesagt, okay, dann wird die zum Frühjahr halt auch in Berlin eingelistet werden. Verdient wird also nicht nur auf der Messe, sondern vor allem danach. Ja, gleich um die Ecke.